Hey Leute, ich muss euch wieder zu Pokémon Weiß Nuzlocke Challenge durch ein bisschen den Sound runtergehen. Und ja, wir sind hier in den Kühlhallen, ich glaube Kühlhallen heißt es, stehen geblieben, kurz vorm Container, in den wir hinein können, um zu gucken, ob da irgendwas im Busch ist. Nämlich ja Böses. So, aber wir wollen erstmal Jacob heilen, weil Jacob sollte noch ein bisschen was aushalten. Und dann gehen wir da rein. Wilkius, ihr da, schaut euch näher um mich. Ich ertrage diese Kälte nicht mehr. Sieh an, ihr hattet euch also tatsächlich hier drin versteckt. Wenn euch übrigens wirklich so kalt ist, dann kann ich euch draußen nach draußen führen, auch wenn ich keine Lust dazu habe. Die Pokémon-Freunde unserer Königs befinden sich hier in unserem Gewahrsam. Wir dürfen auf keinen Fall riskieren, dass sie verletzt werden. Also los, Tiplassen, vertreibt diese Eindringlinge. Dein Wunsch ist uns Befehl, großer Weiser, ihr da, ihr Rotznasen. Ihr werdet gegen uns kämpfen müssen. Randy, ich würde sagen, wir machen halbe halbe. Jeder von uns übernimmt eine Hälfte von denen. Okay. Ich gehöre durchaus zu den stärksten im Team Plasma, damit du Bescheid weißt. Als ob. Er gibt den stärksten überhaupt. Und er hat einen. Okay, Galovi ist jetzt echt nicht so gut. Ja, Azuras. Wir glauben an dich so. Itemsperre, okay. Ah, sieh dir was, das sollte doch reichen, oder? Um ein Gabon zu besiegen? Na, easy. 23 und du bist der Stärkste? Naja, guck mal da. Rufen wir. Die sind ja alle vom Level her. Okay, rufen wir Nico. Die sind fast überall, fast, aber auch nur Level 30, ne? Aber auch nur fast. So, guck mal da, du kriegst einen Feuerschlag ab. Wow, Knöcher. Und Kopfnuss, hast du. Warum? Ach ja, okay. Nee, danke. Ey, Einschläfer und dann auch noch verwirren. Ich glaube, es hackt ja wohl so ein bisschen. Hier gibt es einen Ruckzuck hier. Nee. Müssen wir ja wohl echt nicht haben, ne? Böse zum Plasma. Silber, dein Sieg irgendwie nicht zu denken. Ja, keine Ahnung. Auf meine eigene Weise gehöre ich zu den stärksten in Team Pil. Warum? Warum sagen die das? Ihr seid irgendwelches kleines Fußvolk, die alle nichts können. Weil das ein Unratypox. Krass. Was nehmen wir denn? Wir nehmen Irrlicht. Schlammbart. Ja. WTF, was ist denn los? Ja, vergiftet, wir treffen nicht. Er hortet 1, seine Verteidigung steigt. Ich glaube, wir sind normal vergiftet nur. Das heißt, eine Bürde können wir gut machen. Danach müssen wir ausrüsten. Aber auf was? Das ist, ich glaube, schon auf Gaius. Gaius. Ich meine, gegen Gaius. Hat er irgendwas gegen Gaius? Ich meine, das ist nur ein Gaius. Er haut doch auf 3. Er stirbt langsam durch die Verbrennung. Felswurf. Ja, Flex. 1, ich dachte gerade so, hä, macht so gut Schaden. Ey, wir haben Beulenhelm, wir haben sich selbst getötet. Trottel. Nicht gerade der Hitze, wa? Seltsam, irgendwie bin ich auf einmal so müde. Ja, ist okay. Wir tun Steff nach vorne. Ich gehöre definitiv zum stärksten im Team Plasma, wenn du Bescheid weißt. Ja, schon traurig, wie schwach ihr alle seid. Tja.
Ist halt so, ne? Macht man nicht so Cleopatra. Was geben wir Cleopatra? Wir geben ihm eine Nitro-Lade. Auf jeden Fall so eine Schnelllade, das ist schon mal schön. Oh, Verfolgung. Ich wollte jetzt eigentlich Volt wechseln, aber Verfolgung noch, so macht mir jetzt zu viel Schaden. Bleiben wir auf Nitro-Lade. Volt-Knecht, okay. Und Voltwechsel. Sehr. Musik. Wunderbar. Also, du konntest recht wenig. Gerade als wir uns in dieser Nacht vor den Container versammelten hatten und alle unsere stolzen Pokémon zusammen. Ja, komm, komm, ist uns egal, was du erzählst. Muss ich auch noch besiegen? Ja, komm. Sharon steht immer noch beim gleichen Trainer. Shine, 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 was ist da los? Ein Kuckmarinade. So, eine Nitro-Ladung bitte. Superzahl. Mal einmal Voltwechsel bitte. Oh, das reicht sogar, nice. Stefan reicht Level 28. Azuras 29, nice. Wir rücken mal mit Moni. Moni ist noch topfit. Den Fugo-Keks, weil ich selbst ihn doch gerne im Team gehabt hätte. Sollte ja ein Zauberblatt schon seine Wirkung verwirrt, ne? Was könnten wir dagegen bringen? Schläfe ist vergiftet. Ist low. Ja. Unsere Alternativen sind echt schlecht gerade. Wir müssen wechseln. Auf was denn? Okay, komm, Nico. Nico, du wirst einfach aufwachen und Zurokex verprügeln. Das erwarte ich jetzt von dir. Komm schon, komm, Nico, wach auf. So, einen Supertrank mit hier, ja? Also, ein Verlust poschen wir ja nicht ständig, oder? Jetzt lass doch auch mal den Kopf machen. Komm schon, ist auf. Ja, schön. Ist doch alles ziemlich knapp hier, ne? Die Pokémon, die mit den Menschen korrigieren, machen mich außen ihnen zwar ein Vergnügen, ein Druck. Ach komm, ja. Ach, Turner! Xenon, da habt ihr euch aber ein kühles Örtchen als Versteck ausgesucht. Also dann, Männer, schnappt euch diese Pokémon-Diebe. Alles klar. Ja. Wow. Da kommt's aber früh, Turner. Ach ja. Tristan Tam, die da liegt, oder? Respekt, ihr seid ja gar nicht mal so schlecht. Also gut, versprochen ist versprochen. Kommt in meine Arena und stellt euch dort der Herausforderung. Captain Lane, ich habe für die Ziele von Team Plasma überhaupt keine Verständnis. Was für eine Schnapsidee, die Menschen und die Pokémon voneinander zu trennen. Das lief im Grunde dafür hinaus, dass die Pokémon für uns auf dieser Welt nicht mehr existieren würden. Was sind diese Kerle von Team Plasma nur für ein lästiger, bohrender Haufe? Komm, ready, hier, es ist so kalt, lass uns lieber nach draußen gehen. Ja, aber ich will davor noch das Item haben. Ewig Eis. Das ist ganz ewig Eis. Ich weiß gar nicht, was das genau bringt. Muss später mal nachgucken. Oh, wir machen es jetzt schnell. Ein Item zum Tragen, ein Stück Eis, das Hitze verändert. Eisattacken versteht. Oh, ich meine, wir haben Eis-Pokémon. Da ist das eigentlich fast eine Pflicht, dieses Pokémon ins Team zu nehmen, ja? Aber muss man überlegen. Hä, war hier Sharon? Wollte doch irgendwas von uns. Wo bist du, Sharon? Sharon. Also ich habe mich jetzt doch gar nicht informiert, was wir eigentlich eine Stadt ist zu kriegen. Verdammt. Hätte ich mal machen sollen. Aber meistens guck ich mal nach, so was wir eigentlich so viele Items in dieser Stadt jetzt kriegen, seit ich einmal den Namensbewerter übersehen habe. Aber naja. Ich weiß, hier gab es irgendwo drin. Ja. Ich bin der verliebte Mann, Freunde, nämlich Charles. In der Hoffnung, dass die Interesse meiner Angehörigen zu bringen, habe ich eine neue Form von Pokémon erlernt.
So, Dreierkampf. Yes. Kinderleicht, ja. Wir haben doch Dreierkampf, glaube ich, ne? Es gibt ja einmal eine zum Dreierkampf und dann ist es der Rundumkampf. Und wir haben, glaube ich, welche den Dreierkampf haben wir. Wow. Wow. Die hat auch gar nicht mal so schlecht gerade rausgekommen, ist ja da so ein Puff. Nitro-Ladung hier drauf. Zauberblatt hier drauf. Und Siedewasser hier drauf. Ja, ich glaube, sein Zephyr ist auf jeden Fall überleben. Nein. Danke. Danke. Oh mein Gott, hätte das auf Neu gemacht. Wäre vorbeigegangen. So, aber der müsste drauf gehen, oder? Ja, sie. Und bei Pokémon weiß ich gar nicht. Also so ein Siedewasser macht schon gut Schaden, aber Level 27 ist auch nicht so perfekt. Aber Azuras will uns jetzt beweisen, dass es nicht. Ah, aber eine Verbrennung. Nice. So. Ja, wir müssen schneller bleiben als S. Ja. Ja, ich kann nur auch Meinung angreifen. Oh mein Gott, ich hätte genau wechseln sollen. Den letzten. Okay, Gott sei Dank. Wahrscheinlich ist es neue Angriff. Ich würde total vergessen, er hat ja auch den Angriff. Tja, und Durok Maidon sollte, dadurch, dass er verbrannt ist, hat er auch weniger Angriff. Sollte er. Ja. Ist okay, verwirr ihn. Danke. Stirb an Verbrennung jetzt einfach, ja, wenn ich dich selbst treffe. Rex Vieh. Jetzt durch einen Wasserattack sterbt, aber nein, du stürzt elendlich an Verbrennung. Ja, Zuras erreicht Level 30 und erlernt Ruheort. Richtig gut. Von Wasser. Also ein Wasserring weg tun. Schon Wasserring-Anwender umgibt sich mit einem Schleier aus Wasser, dabei nimmt er einige KP pro Runde. Nehmen wir tun Aquaquelle weg. Aquawelle. Ganz ehrlich, dann können wir den richtig gut defensiv spielen. Ich meine, wir machen Wasserring, kriegen jede Runde KP dazu und dann. Jetzt wirklich sehr wenig ist, machen wir Ruheort. Können es full heilen, das ist eigentlich ziemlich gut. Ah, jetzt hast du mir gezeigt. Ja, ja, ja. Du kannst halt nichts. Weißt du, was du kannst? Du kannst halt nichts. Ich glaube, da gab es auch irgendwo einen Attackenlerner. Obwohl man aber halt. Ja. So Scherben brauchte. So ein Tier gab es Sachen zu kaufen, auf jeden Fall, oder? Von der anderen Seite, oder? Ich glaube, ich komme von hier rein. Ja, super. Was haben wir hier? Hier haben wir eine. Eine Riesenkerle. Er hat wieder gut Geld. Ich weiß mal schon, der Geldschein muss eigentlich ziemlich okay sein. Ne? So, was hast du denn alles für Items? Heinspaziert, unsere Waren sind sehr extra. Ja, Kuhmilch. Ja, ein Dutzend von. Das ist eigentlich ganz gutes Heilmittel. So. Was hast du, mein Freund? Ja. Das ist schön. Ja. Ja, wie heftig, ja. Das ist für dich ein. Expertengurt, das ist nice. Das ist nice. So, Heilpulver, Kratzpulver, Heilpulver, ja, okay, davon kann man eher nichts. Und du solltest dann bitte zur Seite gehen. Ich kann mit der Person nicht reden. Geh weg. Geh weg. Ah, klar. So. Diese Medizin stammt aus dem Ausland. Wow. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Überhaupt nicht. So, ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwo. Egal welches Entwicklung findet sich, bla bla bla. Ah ja, könntest du mir Attacken beibringen? Ah, das ist. Ah ja. Mhm. Diese Combo-Attacken aus den Startern. Leider haben wir keinen Starter mehr, daher bringt mir das recht wenig. Was mit dir? Ja. Wir uns alle nichts geben oder nichts haben. So, aber wir gehen jetzt noch schnell alle Häuser einmal durch.
Einfach nur um zu gucken, ob ich hier irgendwo noch was kriege. Natürlich werde ich jetzt nicht alles durchschließen, aber das ist ja auch für euch viel zu lange. Ich finde diese Leute halt echt nur Bullshit. Okay, ein Beatner Sägesang. Die Sägesang war sogar richtig gut, soweit ich weiß. Ach, du, ich finde, du solltest unbedingt ein Picocella gegen ein Barschuf tauschen. Nein! Ich meine, ich habe einen Picocella, ne? Aber gegen ein Barschuf? Nein, oder? Ganz ehrlich, nein. Ja, du hast jetzt auch recht wenig. Ja, wir gehen nochmal heilen. Weil wir dann im nächsten Part auf jeden Fall gegen Turner antreten werden. Ich glaube, ja, okay, wir werden zumindest die Arena betreten. Ich weiß nicht, wie lange wir in der Arena wieder brauchen. Wie gut wir da vorankommen werden, das wird sich dann zeigen. Aber ich denke nicht, dass wir das jetzt hier großartig auch in diesem Part anfangen können. Wenn ich so auf die Zeit gucke, wird das nämlich ziemlich knapp. Aber wenn wir die Stadt ja noch schön erkunden wollen. So. Pokédex. Sag mal, könntest du mich vielleicht ein bisschen erfüllen? Ja, ich würde so gerne mal ein Pokémon sehen, das die Attacke Raub beherrscht. Du weißt schon, Raub halt, das wäre so. Vielleicht mit der Raub und sie. Eine Herzschuppe. Ah, okay. Also hier, hier zeigen wir Attacken und natürlich eine Herzschuppe geschenkt. Das ist eigentlich ganz okay, Herzschuppe zu bekommen. Ich müsste nur rausfinden, wo der Attackenlerner nochmal war. Weil da könnten wir uns dann alte Attacken wieder beibringen. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Turner. Ich gehöre zu Team Plasma und man nennt mich G's. Die G-Styler. Ich bin hier, um meine Kameraden in Empfang zu nehmen und die ihr euch ja so freundlich gekümmert habt. Jetzt kick dich mal wieder ein, denn dann kannst du dir sparen. Deine sogenannten Kameraden wurden dabei erwischt, wie sie Pokémon entführen wollten. Oh, da muss aber ein Missverständnis vorliegen. Wir haben es uns lediglich zur Aufgabe gemacht, Pokémon aus den Fängen böse Menschen zu befreien. Na, wenn das mal stimmt. Meine Ausdrucksweise ist zwar manchmal etwas zu direkt, aber ich bin eben ein ehrlicher Typ. Du hingegen drückst dich zwar gewillt aus, machst aber ansonsten einen recht dubiosen Eindruck auf mich. Also was willst du mir sagen? Wir von Team Plasma haben nach haltigen Interessen an Mariah City. Daher sind wir hier auch mit vielen unseren Leuten vertreten. Ob das so stimmt oder nicht, weiß ich natürlich nicht, aber dass du sogar ohne zu kämpfen als Sieger hervorgehst, sollte schon für irgendwas gut sein. Hm, also schön, nimm deine Leute und verschwinde von hier. Eine wahrhaft weise Entscheidung, Chef des Untergrundes. Deine Gabe eines Turbinen weniger Minuten richtig einzuschätzen, beeindruckt mich wirklich sehr. Wohlan, es ist an der Zeit, mich zu empfehlen. Gestattet, dass ich mich nun mit meinen Kameraden zurückziehe. Vielen Dank, werter Zies, aber meine Güte! Schließlich arbeiten wir zusammen für den König und gehören beide zu den sieben Weisen, oder etwa nicht? Nun dann, ihr guten Leute, eines Tages werden wir einander gewiss wieder begegnen. Gebt euch wohl und der Friede sei mit euch. Tut mir leid, dass sie so gekommen ist, besonders nachdem ihr die Kerle aufgeschwört habt. Erholt euch erstmal von dem Schock, aber vielleicht starten wir dennoch da noch unser geplanten Pokémon-Kampf. Lasst mich nicht zu lange warten, seid ihr in... Ja, kein Problem. Nun, wir haben sowieso versucht, Kämpfe bla 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 statt zu vermeiden. Trotzdem werden wir gefühllich genug, dass wir in diesen Cheese-Step gehen, als er auf den ersten Blick scheint. Also, ich werde dann mal zusehen, dass ich mein Pokémon noch ein wenig trainiere. Gegen diesen Turn will ich nämlich auf keinen Fall verlieren. Papi, Gegenteil, ich werde mir mal einen Orden mit Bravour holen. Okay, mach das! Mach das, Sharon! Wir wollen aber nach hier oben hingehen, weil hier oben... Hier oben ist auch irgendwas, oder? Was haben wir denn hier? Du hast nichts für mich, du hast auch nichts für mich, oder? Nee. Was ist mit dir? Komm schon, schenk mir was, gib mir Loot! Komm schon! Irgendjemand! Oh! Was? Glaubst du, es ist möglich, dass sich alle Menschen auf der Welt verstehen und... Nein. So ist es wohl, aber du und deine Pokémon-Team... Es ist unmöglich, dass sich alle Menschen auf der Welt verstehen, ja? Ist einfach... Weil jeder hat seine eigene Meinung und da kommt es immer dazu, dass sich Leute irgendwie nicht verstehen. So ist das halt, ne? Ist hier ein Item?
Okay, dann haben wir die Stadt soweit eigentlich alles erkundet. Unser Team ist geheilt. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Part in die Arena, Leute, oder? Was haltet ihr davon? Ihr haltet schon richtig viel davon. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin und ciao.